Es ist ein neues Tetris erschienen und ich kann euch sagen, es ist fantastisch. In diesem Video sage ich euch, wieso ihr Tetris-Effekt auf der PlayStation 4 nicht verpassen solltet. Vor allem, wenn ihr PlayStation VR besitzt. Also viel Spaß! Das neue Tetris-Effekt ist quasi wie ein Wunschkind von Lumines und dem normalen Tetris. Und das ist auch gar nicht so abwegig, denn Tetris-Effekt ist von Enhance gemacht worden, einem Studio, hinter dem Tetsuya Mitsugoshi steckt. Und Tetsuya Mitsugoshi ist auch derjenige, der damals noch bei Q Entertainment eben Lumines gemacht hat. Und wer Lumines kennt, weiß, dass Lumines ein fantastisches Puzzlespiel ist, das eben das Knobel-Gameplay eines Puzzlespiels mit Musik, mit Sounds verbindet und daraus eine Symbiose schafft. Und so ist es eben bei Tetris Effect auch. Und wenn ihr weiter in dem Leben von Tetsuya Mitsugoshi zurückgeht, werdet ihr merken, dass dieser beispielsweise auch für so Musikspiele wie Res oder eben Space Channel 5 verantwortlich war. Und er hat beispielsweise damals ganz viel früher noch für Sega gearbeitet und hat solche Klassiker wie beispielsweise Sega Rally 2 produziert. Aber das nur so am Rande. Tetris Effect. Ja, ich zeige euch erstmal, was bisher mein Lieblings-Tetris-Spiel war, nämlich The New Tetris, könnt ihr sehen, so, The New Tetris für das Nintendo 64. Das war für mich das beste Tetris-Spiel. Viele von euch werden wahrscheinlich Tetris vom Game Boy kennen, da zumindest die ersten Erfahrungen, die ersten Berührungspunkte mitgemacht haben. Und so war das bei vielen meiner Freunde. Ich habe einen sehr, sehr guten Kumpel, bei dem spielen die Eltern bis heute noch jeden Tag Tetris auf dem Game Boy. Ich persönlich mochte Tetris auf dem Game Boy nicht. Das lag aber auch daran, dass ich halt sehr, sehr spät mit diesem Tetris-Gameplay warm geworden bin und auch, weil ich halt nie so der richtige Handheld-Gamer war. Ich hatte immer eine Konsole und ich wollte immer an der Konsole am großen Fernseher spielen. Und dementsprechend habe ich halt Tetris sehr, sehr spät auf dem Nintendo 64 entdeckt, habe dann aber auch so auf fast so gut wie jeder Konsole Tetris gespielt. Und das Schöne bei Tetris ist, hat man Tetris einmal gespielt, kennt man Tetris. Denn außer vielleicht dem sonderbaren Tetris 4, ebenfalls fürs Nintendo 64, sind sich ja alle Tetris-Spiele gleich. Und so war ich sehr gespannt darauf, als ich von Tetris Effect, was ja exklusiv durch eine Partnerschaft zwischen Sony und Enhance eben zustande gekommen ist. Das Ganze sollte damals so kommuniziert halt für die PS4 und eben PlayStation VR erscheinen. Und so ist es letztendlich gekommen. Und ich war sehr gespannt drauf, wie das Ganze sich denn im VR-Modus schlägt. Denn ich konnte mir schwer Tetris halt in Virtual Reality vorstellen. Das war für mich ein bisschen abstrakt. Und jetzt habe ich es echt stundenlang inzwischen gespielt, habe jetzt fleißig für euch aufgenommen und ich kann euch sagen, ich möchte Tetris nie wieder ohne das VR-Erlebnis erleben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, denn im Gameplay seht ihr es ja, Tetris-Effekt ist quasi in Anführungsstrichen normales Tetris, aber auch irgendwie nicht. Das Ganze ist ein bisschen schwierig zu erklären, wenn man es nicht selber gespielt hat, das Erlebnis nicht selber mitbekommen hat. Denn im Grunde spielt ihr Tetris wie ganz normales Tetris, mit dem Unterschied, dass die Musik in diesem Spiel eine sehr, sehr große Rolle spielt. Musik und Soundeffekte und eben auch die ganzen Partikeleffekte drumherum bilden eine Einheit. Das bedeutet, dass ihr mit der Musik, mit den Soundeffekten, die ihr beispielsweise auch durch das Spielen erzeugt, einen ganz eigenen Klang quasi erschafft, den ihr auch, wenn ihr beispielsweise PlayStation VR aufhabt und mit Kopfhörern spielt, wirklich in euch absorbiert. Das klingt wirklich komisch und ich sage es euch und für mich klingt es ja schon komisch, aber das muss man erlebt haben. Glaubt es mir, wenn ihr Tetris Effect einmal in VR gespielt habt, dann werdet ihr nicht mehr normales Tetris spielen wollen. Das Ganze erscheint zu einem Preis von 39,99 € und ist auch als Retail-Version verfügbar. Ich kann euch die Retail in diesem Video nicht zeigen, weil ich halt von den Entwicklern ein Testmuster digital bekommen habe. Vielen Dank nochmal dafür. Es gibt im Endeffekt zwei Spielmodi. Es gibt den Abenteuermodus, das ist das Herzstück so ein bisschen. Und es gibt einen Challenge-Modus, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Im Abenteuermodus müsst ihr 30 verschiedene Level meistern. Diese Level sind halt erstmal grundsätzlich wie normale Tetris-Level aufgebaut. Mit dem Unterschied, dass ihr 36 Linien schaffen müsst, um im Endeffekt weiterzukommen. Ihr kennt das ja bei Tetris. Ihr reiht Blöcke aneinander, bis unten eine Linie voll ist, dann wird die aufgelöst und es geht weiter. So ist es halt bei diesem Spiel hier auch. Mit dem Unterschied, dass ihr, wie gesagt, 36 Linien bauen müsst
um dann weiter voranzukommen und das nächste Level zu spielen. Das Besondere hierbei ist, dass jedes Level komplett unterschiedlich ist, und damit meine ich nicht nur die Musik und die Soundeffekte, es ist auch komplett unterschiedlich designt. Es hat ganz andere Hintergründe, ganz andere Partikel- und Lichteffekte und halt auch ganz andere visuelle Effekte, einen ganz anderen grafischen visuellen Stil, was das Brett in Anführungsstrichen angeht. Und das erzeugt eine sehr, sehr große Abwechslung in einem gar nicht so abwechslungsreichen Spiel, wenn man es genau nimmt. Aber irgendwann, glaubt mir mal, wenn ihr ein Level, zwei Level, drei Level gespielt habt, spätestens im dritten Level seid ihr, wenn ihr PlayStation VR aufhabt und diese Musik genießt, komplett mit dem Spiel verschmolzen, kriegt nichts mehr von der Umwelt wahr und ihr spielt und spielt und spielt und seid wie in Trance, weil ihr von diesen Lichteffekten, Partikeleffekten umgeben seid. Dazu die wirklich bahnbrechende, sehr, sehr geniale Musik, die mich persönlich jetzt von meinem privaten Musikgeschmack vielleicht gar nicht abgeholt hätte, wäre da nicht das komplette Zusammenspiel drumherum. Und so habe ich mich halt ertappt, dass ich irgendwann da gesessen habe, zum Beat mitgeschaukelt bin und einfach nur gegrinst habe, weil das so geil war. Ich träume hier gerade davon, das ist wirklich fantastisch. Ich glaube, jeder, der Tetris Effect in VR gespielt hat, wird mir hier zustimmen. Es ist natürlich auch ohne VR spielbar. Das geht ganz normal auf dem Fernseher, sogar in 4K auf der PlayStation 4 Pro. Das funktioniert auch, ist gutes Tetris mit schöner, immer noch guter Musikbegleitung. Aber sobald ihr in dieses Spiel in Virtual Reality eintaucht, Leute, ich sage euch, das ist ein ganz anderes Erlebnis. Aber für all die, die keinen PSVR haben, Tetris aber spielen wollen, ja, ihr könnt das auch ganz normal auf dem Fernseher daddeln. Ein zweiter Unterschied zum herkömmlichen Tetris sind die verschiedenen Spielbedingungen. So ist es beispielsweise der Fall, dass plötzlich die Geschwindigkeit der Blöcke, wie sie herunterfallen, sich komplett ändert und ihr dann komplett schnell reagieren müsst, die ganzen Linien ganz, ganz schnell anreihen müsst, dann steht extrem viel Druck, es gibt extreme Nervosität, weil dieser Effekt ganz plötzlich sehr, sehr schnell kommen kann. Es kann aber auch passieren, dass das Spielfeld sich ein bisschen dreht, die Blöcke anders angeordnet werden. Es kann sein, dass der Wind die Blöcke verweht, also jedes Level hat individuelle Hindernisse, kann man sagen, die euch das Spiel noch so ein bisschen erschweren, aber auch da viel zur Abwechslung beitragen, weil ihr euch nicht sicher seid, was passiert denn als nächstes in der nächsten Stage. Und so, ja, ist dieser Abenteuermodus halt dafür da, um einfach in dieses Spiel einzutauchen, in dieses Erlebnis einzutauchen. Spiele und Tetris-Puristen werden sicherlich in zwei, drei Stunden damit durch sein, spätestens. Und dann kommt halt der Challenge-Modus zum Tragen und der ist nicht viel anders. Ihr seid quasi mit eurem Avatar unterwegs im All sozusagen. Vor euch ist die Welt. Ihr seht andere Avatare umherfliegen. Ich habe jetzt aber keinen Multiplayer-Modus gesehen und gefunden, kann man so sagen. Also korrigiert mich bitte. Aber meiner Meinung nach hat Tetris Effect keinen Multiplayer-Modus. Aber es hat halt ganz, ganz viele verschiedene Challenges. Ihr könnt so beispielsweise einen Endlos-Modus spielen, wo ihr zwar vielleicht, wenn ihr Game Over geht und euch verbaut, einfach wieder neu anfangt und die Linien da weiter setzt und da weiter baut von eurem Score her, wo ihr vorher von dem Game Over aufgehört habt. Oder es gibt ganz viele andere verschiedene Spielebedingungen. Ganz interessant war auch ein Tetris-Spiel, wo sich das Spielfeld quasi komplett gedreht hat, die Blöcke quasi nach oben geflogen sind, statt nach unten und alles von der Steuerung spiegelverkehrt war. Habe ich so auch noch nie erlebt, war echt komisch und ich musste mich da extrem dran gewöhnen, aber auch dieser Challenge-Modus bietet euch extrem viel Wiederspielwert, weil eben so viele verschiedene Spielebedingungen da integriert sind und jedes Brett und jeder Modi quasi auch im Challenge-Modus eine eigene, in sich geschlossene Herausforderung ist. Und so bietet Tetris Effect für mich auch den bisher besten Wiederspielwert, weil ich kenne Tetris eigentlich bisher nur als reines stinknormales Tetris, was man immer mal wieder einlegt, wenn man mal eine Stunde Zeit hat. Tetris Effect geht hier aber noch einen Schritt weiter und versorgt euch halt nicht nur mit diesem audiovisuellen Erlebnis, was man wirklich gesehen haben muss, sondern bietet euch auch durch die verschiedenen Spielemöglichkeiten und Challenges, die euch erwarten, auch mit deutlich mehr Herausforderungen und ebenfalls dem Wiederspielwert. Und ich glaube, dass Tetris Effect auch ein Spiel ist, was man in VR spielen kann, wenn man eigentlich unter Motion Sickness leidet, denn man bewegt sich streng genommen nicht. Das Feld ist statisch, ihr seid statisch, ihr guckt halt drauf und es zielt nicht ab, wie so viele andere Spiele, auf diese Simulation der Bewegung, auf dieses räumliche Erlebnis. Ich glaube, Tetris Effect zielt eher auf euren Kopf, auf die Psyche, auf euren Geist und möchte diesen umfangen und halt begeistert. Und das gelingt dem Spiel sehr, sehr gut. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Ich muss ehrlich gestehen, als ich dann die Demo gespielt habe, die ersten paar Minuten war ich absolut nicht begeistert und habe gesagt, oh, das ist aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann
je weiter ich in der Demo kam, umso mehr gefiel mir Tetris. Und das Endresultat kann ich euch unterschreiben. Die 39,99 sind wirklich in allen Belangen wert. Einen ganz kleinen Kritikpunkt habe ich, ja, vielleicht sogar zwei. Schade, wie gesagt, ich habe keinen Multiplayer-Modus gefunden. Das ist sehr, sehr schade. Sowohl online als auch lokal ist es nicht möglich. Lokal, zumindest wenn man kein PSVR-Headset auf dem Kopf hat, hätte ich mir cool vorgestellt, wenn man das wie in anderen Tetris-Spielen auch so einfach nebenbei quasi nebeneinander spielen hätte können. Habe ich jetzt nicht gefunden. Korrigiert mich da bitte, wenn es einen Online-Modus gibt. Ich habe ihn nicht gesehen. Und zum Zweiten, habe ich darüber nachgedacht, halt noch so ein neuer und vielleicht räumlicherer VR-Modus gar nicht mal so uncool gewesen. Da erinnere ich mich halt immer gerne an Tetris S4, was ich ja eingangs erwähnt habe. Auch das ist halt sehr, sehr sonderbar, gehört wohl als sonderbarstes Tetris eigentlich in die Videospielgeschichte. War aber meiner Meinung nach halt ein frisches Erlebnis. Ihr erinnert euch vielleicht, da gab es ja die Tetris-Kugel, die man so drehen konnte und dann die Blöcke da so reinschießen konnte. Fand ich persönlich ein bisschen schräg, war ich nie sonderlich viel warm mit geworden, aber ich glaube, so ein Modus in diesem Stil hätte PSVR auch da noch ein Stück weit gut getan, um halt ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Vielleicht sehen wir das Ganze ja als in Form eines DLCs in Zukunft, ich weiß es nicht, aber bei heute kann ich euch sagen, lohnt sich Tetris Effekt aber auch wirklich alle Male für alle Tetris und Puzzle-Fans da draußen. Und das ist, wie gesagt, von Tetsuya Mitsugushi. Und wer mit Lumines oder Res viel Spaß hatte, der wird auch mit Tetris wirklich seinen Spaß haben, weil es da einfach in ein angestaubtes und bekanntes Spielerlebnis deutlich frischen Wind bringt. Und das war meine Meinung zu Tetris Effect. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dem Video. Ich bin sehr, sehr stark begeistert und hoffe, dass ihr auch begeistert von dem Spiel seid. Wenn ihr es denn gespielt habt, schreibt mir das bitte in die Kommentare und dann sprechen wir da ein bisschen drüber. Denn ich glaube, Tetris Effect muss man wirklich selber gespielt haben, um es vor allem in VR würdigen zu können. Und ich glaube, dass das ein Kandidat ist, der ansonsten links liegen bleibt, weil viele sagen, hey, ich brauche in 2018 kein neues Tetris mehr. Und das wäre sehr, sehr schade. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Wir quatschen ein bisschen drüber. Ich bin jetzt aber erstmal weg, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, guckt in die Videobeschreibung und ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Viel Spaß beim Zocken. Adios, euer Andi.